Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, an den Monitoren, an euren Bildschirmen, Handys, allen Geräten. Willkommen Twitch. Ich bin Erik und wir, die Studentenwerkstatt Games, zusammen mit Labor 10, begrüßen euch zu dieser GCC 2020. Willkommen auf jeden Fall. Ja, 2020 war ein wildes Jahr, weswegen wir diesmal die GCC etwas anders aufbauen. Normal seht ihr uns immer in großen Sets, doch diesmal haben wir uns gedacht, GCC goes digital. Das heißt, dieses Jahr haben wir drei wunderbare Speaker hier bei uns, haben uns vorbereitet, interessante Themen, könnt auf jeden Fall viel lernen heute. Also wenn euch Games Development interessiert, Character Design oder anderes, bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben heute zwei Vorträge auf Deutsch und einen auf Englisch, also auch für die internationalen Gäste natürlich was dabei. Und ich führe euch heute so ein bisschen durch den Tag, durch unsere Speaker, moderiere das Ganze. Twitch-Chat ist auch schon ordentlich dabei. Ich grüße euch alle. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, ganz kurz noch zum Ablauf. Wir haben nachher auch nach den ganzen Vorträgen noch eine Open-Talk-Runde bei uns im Discord. Den Link findet ihr unten im Twitch-Profil. Da könnt ihr unseren Speakern dann gerne noch mal ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen, ein bisschen euch mit denen unterhalten. Seid recht herzlich dazu eingeladen. Und wir haben auch eine kleine Evaluation am Start. Da könnt ihr auch gerne dran teilnehmen, damit wir für die nächsten Vorträge, für die nächsten GCCs wissen, was können wir besser machen, was hat euch gefallen. Einfach dran teilnehmen und das wird uns sehr freuen. Und unsere GCC steht dieses Jahr unter dem Vortragsthema Getting an Upgrade in jeglicher Hinsicht. Also seid gespannt. Und bei User-Interviews und Evaluationen sind wir eigentlich schon beim richtigen Stichwort und bei unserem ersten Speaker. Er ist gelernter Game Designer und leidenschaftlicher UX Designer. Was das genau bedeutet, das wird er euch nochmal selber erklären. Und 2012 schloss er seine Ausbildung an der Designschule in Schwerin ab und anschließend war er bereits bei, jetzt muss ich das mal kurz ablesen, das ist ziemlich viel, Didelic Entertainment, Unicat Media, UpJazz und seit 2005 arbeitet er bei Löwen Entertainment. Das wird dem einen oder anderen bestimmten Begriff sein. Und zwar als UX-Specialist. Und heute möchte er uns auf jeden Fall zeigen, wie wichtig eigentlich diese User-Interviews in der Spieleentwicklung sind. Also einmal bitte ein großes Poggers in den Chat und begrüßt mit mir recht herzlich Dominik Keller. Hallo. Ich glaube, Dominik, du musst dich noch muten. Du hast, glaube ich, noch dein Mikro aus. Da musst du mal kurz auf den Button drücken. Ja, das Ganze ist digital. Das würde ich hören. Das ist wir machen das alles, wie gesagt, jetzt ein bisschen spontan. So, wir müssen mich jetzt hören. Ja, jetzt hören wir dich. Wunderbar. Okay, danke. Jetzt hat es geklappt. Für mich auch das erste Mal seit langem wieder mit Skype unterwegs. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vor allem vielen, vielen Dank für das Organisieren in so herausfordernden Zeiten. Mein Name ist Dominik Heller. Wie schon erwähnt, bin ich von der Designschule Schwerin gekommen, habe bei Didelic, Unicat Media und OPS gearbeitet, bevor ich dann 2015 zu Löwen Entertainment gewechselt bin, ins schöne Bingen am Rhein. Und da bin ich jetzt seit 5 Jahren und arbeite da als UX und Usability Specialist. Heute in dem Talk geht es um User-Interviews. Ich werde so ein bisschen eine Definition geben, worum es bei dem Thema eigentlich geht. Ich werde die Unterschiede zwischen qualitativer und quantitativer Nutzerbefragung erklären. Danach geht es um das Nutzen von User-Interviews und die Durchführung. Ich werde euch auch auf ein paar Probleme hinweisen, die dann immer mal wieder auftreten könnten. Und es geht so ein bisschen darum, zu welchen Zeitpunkten man diese User-Interviews denn führen kann. Und das Ganze dann abgerundet mit den üblichen Empfehlungen, wie ihr am besten nach diesem Talk weitermachen könnt, wenn euch das Thema interessiert hat. Also als allererstes die Frage, was sind denn eigentlich User-Interviews? Einfach ausgedrückt sind es Unterhaltungen mit Usern oder Userinnen. Mit dem Ziel, mehr über die Welt des Users oder der Userin herauszufinden und daraus Rückschlüsse für die eigene Entwicklung zu ziehen. Also man setzt sich zusammen hin, unterhält sich zu einem bestimmten Thema und lernt eine ganze Menge über die Person, über die Welt der Person, über die Gefühle und schließt dann daraus im besten Fall Rückschlüsse für das eigene Spiel, das man dann entwickeln möchte. Der Unterschied zwischen qualitativer Nutzerbefragung und quantitativer ist, dass es sich bei User-Interviews um persönliche Befragungen handelt und man das Ganze eher mit einer kleinen Anzahl von Teilnehmern oder Teilnehmerinnen durchführt. Quantitativ sind dann ganz klassisch
Umfragen oder Online-Befragungen mit einer sehr großen Anzahl an Teilnehmern. Qualitativ beantwortet er die Fragen, warum und wie, und quantitativ, wie oft und wie viel. Also alles, was per se zählbar ist. Eine kleine Statistik, die eher in Richtung quantitative Nutzerbefragung geht, hier von der YouGov zum Thema, wo denn eigentlich gezockt wird, mit dem reißerischen Titel: Jeder Fünfte zockt auf dem Klo. Darunter dann natürlich auch jetzt immer mehr Mobile Gamer mit am Start und Leute, die zu Hause im Wohnzimmer zocken und so weiter. Aber das hier ist beispielsweise so ein Ergebnis für quantitative, also zählbare Nutzerbefragung. Ihr werdet wahrscheinlich nicht immer die Zeit haben und vor allem auch nicht die finanziellen Mittel, aber im besten Fall könnt ihr für gute Nutzerbefragung immer beides machen, also sowohl qualitativ als auch quantitativ. Das läuft dann normalerweise so ab, dass ihr im qualitativen Umfeld auf bestimmte Thesen stößt und bestimmte Themen ansprecht und die euch dann in groß angelegten Umfragen verifizieren lasst. Dafür habt ihr dann mehrere Teilnehmer und das Ganze geht dann eher schneller. Bei den User-Interviews ist es allerdings so, dass die an sich sehr, sehr zeitintensiv sind. Deshalb muss man irgendwie gucken, was man davon macht. Die Frage jetzt: Warum führt man User-Interviews überhaupt? Schon angesprochen, es geht so ein bisschen darum, die Motivation, die Gefühle und die Wahrnehmung der Tester und Testerinnen herauszufinden, die für euch natürlich potenzielle Zielgruppe sind, potenzielle Spieler, die irgendwann mal eure Games zocken und die dann natürlich auch gerne das Spiel so gut wie möglich wahrnehmen möchten. Ein großer Vorteil auch von User-Interviews ist es halt, dadurch, dass man sie persönlich führt, immer die Möglichkeit zu haben, Nachfragen zu stellen und irgendwie noch mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und vielleicht auch Probleme, die es geben könnte, zusammen mit Nutzern oder Nutzerinnen zu lösen. Mal ganz einfaches Beispiel-Szenario, bevor ich so ein bisschen in die Tiefe gehe. Wir haben jetzt in der Entwicklung einen Ego-Shooter als Beispiel. Und was gefällt dir an PUBG, frage ich jetzt im User-Interview. Und bei einer Online-Befragung hätte ich jetzt wahrscheinlich irgendwelche Möglichkeiten, sowas anzuixen und zu sagen, okay, das gefällt mir an dem Spiel gut. Ich habe vielleicht sogar unten noch eine kleine Feedbackbox, wo ich was eingeben kann. Aber das endet dann ganz einfach, weil keine weitere Kommunikation mehr stattfinden kann. Das ist dann halt einfach nur diese Auswahl zwischen Waffen, ist es der Battle Royale-Modus, sind es die Maps oder ist es die Community. Bei den User-Interviews ist es dann allerdings so, dass man da mehr ins Tiefe gehen kann und dann sagen kann, was ist es denn von Battle Royale, was dir daran eigentlich Spaß macht? Es ist jetzt bei PUBG die Tatsache, dass man zusammen aus dem Flugzeug geschmissen wird und dann immer erstmal versuchen muss, klarzukommen? Ist es die Tatsache, dass am Ende nur noch einer oder ein Team überlebt? Und dass das Ziel ist, der Last Man Standing zu sein? Oder geht es ja eher um den Battle, in dem Battle Royale Modus darum, dass man sich auf dieser Karte zurechtfindet? Also welche Facetten einem halt eher gefallen? Und das sind Vorteile, die User-Interviews dann eben haben. Ne? Ein weiteres Beispiel-Szenario: Was ist dein Lieblingsspiel? In meinem Fall ist es derzeit Stardew Valley. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann nachzufragen, warum ist das denn eigentlich dein Lieblingsspiel? Für mich persönlich ist es ein großer Spaß, so dieses ganze Micromanagement zu haben, über die Farm zu rennen, alles zu optimieren und dann je nach Saison die Pflanzen mir zu holen und die probieren, zu so viel wie möglich Geld zu machen, hier vielleicht noch ein bisschen die Wirtschaftswege zu verbessern und solche Sachen. Es gibt aber auch andere Leute, denen das Spiel gefällt und die auch sagen würden, dass das ihr Lieblingsspiel ist, die dann allerdings aus ganz anderen Gründen das sagen würden, wie zum Beispiel der ganzen sozialen Komponente, die dieses Spiel mitbringt. Dann gibt es vielleicht noch einen komplett anderen Typ von Spieler oder Spielerin, die sagen, mir geht es eher um das Sammeln von Gegenständen, das, was mir besonders Spaß macht bei der Sache. Ne? Also es sind ganz unterschiedliche Faktoren und in User-Interviews lässt sich halt besonders gut rausarbeiten und in die Tiefe gehen, worum es bei der Sache dann eigentlich geht, wo quantitative Nutzerbefragung eher nur so ein bisschen die Oberfläche anreißt. So, dann kommen wir zum Thema, wie man User-Interviews eigentlich führt. Es beginnt als allererstes mit dem Recruiting.
Also, Aufgabe ist es, Kandidaten und Kandidatinnen zu finden, die ein bisschen passen. Eher eine gute Mischung an Teilnehmern oder Teilnehmerinnen zu haben, die allerdings auch eurer zukünftigen Zielgruppe entspricht. Also, wenn ihr irgendwie sagt, ihr wollt einen Jump'n'Run entwickeln, mit dem ihr Spieler zwischen, ich sage jetzt mal 18 und 30 Jahren ansprechen wollt, dann überlegt ihr euch halt irgendwie zweimal beim Recruiting, ob ihr jemanden mit dabei nehmt, der schon ein bisschen älter ist. Ihr solltet auf jeden Fall probieren, beim Recruiting Geschlechter durchzumischen, von jedem irgendwie jemanden mit dabei zu haben und das Ganze so ein bisschen divers zu gestalten, denn ihr werdet so ein bisschen euer Thema von unterschiedlichen Seiten dadurch beleuchten können, je unterschiedlicher dieses Recruiting dann am Anfang ist. Und ihr könnt dann im Vorgespräch schon die Themen abfragen. Man macht es dann im Prinzip so, dass man halt irgendwie sagt, okay, unser User-Interview wird folgendes Thema haben und ich werde euch erzählen, worum es dabei geht. Und kannst du mir jetzt schon mal so ein bisschen Feedback geben, ob du davon Erfahrungen hast, ne? Wichtig ist, dass ihr Kandidaten oder Kandidatinnen nicht in aufeinanderfolgenden Testphasen habt. Sondern im besten Fall halt nur ein einziges Mal in dem kompletten Entwicklungszyklus. Das liegt daran, dass ihr, nehmen wir mal den Fall an, ihr unterhaltet euch jetzt bei einem User-Interview mit einem Tester darüber, wie interessant Skilltrees sind, weil ihr im nächsten Milestone gerne einen coolen Skilltree für das Spiel entwickelt. Dann kommt irgendwas dazwischen, ihr habt angefangen, euch auf andere Prioritäten zu fokussieren und jetzt holt ihr diesen speziellen Tester für die nächste Testrunde wieder mit rein. Und der hat jetzt natürlich bestimmte Erwartungen an das Spiel und an euren Progress und ist dann dementsprechend auch ein bisschen frustriert und kann dann sagen, ja, aber ich habe ja mein Feedback gar nicht mit einfließen lassen. Deshalb, der beste Fall ist es, eine Person immer nur einmal mit dabei zu haben. Wenn es nicht möglich ist, dann zumindest nicht Entschuldigung, in aufeinanderfolgenden Testrunden. Weil ich das eben gerade mit diesen Testrunden schon mal angesprochen habe, es geht so ein bisschen um iteratives Arbeiten. Hier machen wir mal einen kurzen Exkurs. Wir sprechen da immer von kleinen Design-Sprints und es bietet sich an, wenigstens drei Testerinnen pro Sprint zu haben. Das ist eigentlich so die goldene Regel, irgendwo zwischen mindestens eine Person und fünf Personen. Und dann sagt man halt, okay, drei Tester oder Testerinnen pro Sprint. Das ist wichtig, um sich die eigenen Entwicklungsergebnisse und den eigenen Fortschritt so ein bisschen durch das User-Feedback validieren zu lassen. Im Design Thinking sagt man immer, dass man versucht, das Produkt immer weiterzuentwickeln und das Produkt auf jedes Mal neu zu verstehen und so ein bisschen Empathie mit den Endanwendern aufzubauen. Und es ist so die allgemeine Formulierung, dass eigentlich ein Produkt niemals fertig ist, sondern immer nur der Prototyp für das nächste Produkt ist. Und der muss dann halt natürlich getestet werden und dann muss herausgefunden werden, wo man jetzt eigentlich ist. Gut, dann mache ich mal weiter mit einem Beispiel zum Thema Recruiting. Also, wir nehmen jetzt mal an, wir hätten uns als Team darauf geeinigt, einen Jump'n'Run entwickeln zu wollen. Und dann kann man in diesem Vorgespräch bereits hingehen und sagen, welchen dieser Titel haben Sie denn bereits gespielt? Und dann habe ich so eine komplette Liste dabei: Hollow Knight, Monster Boy, Ori, Katana Zero, Celeste, Darklands, Super Mario Odyssey, Limbo und viele weitere andere coole Jump-Run-Spiele, die mir jetzt irgendwie noch eingefallen sind. Da kann man ja als Team auf jeden Fall brainstormen. Jetzt könnte es aber sein, dass man sich als Team schon darauf festgelegt hat und sagt, wir wollen auf jeden Fall ein düsteres Spiel machen. Jetzt habe ich die Auswahl zwischen zwei Testern oder Testerinnen und der eine hat zwar ein paar von diesen Spielen gespielt, aber die andere hat die Spiele gespielt, auf die es uns ankommt, also diese Referenztitel, nennen jetzt in dem Fall Hollow Knight, Darklands oder Limbo. Das heißt, ich hätte am liebsten ein User-Interview mit dieser Person. Und so funktioniert ein bisschen rudimentär das Recruiting dann. Nächstes Thema in der Vorbereitung sind die Themen und die Fragen, die ihr eigentlich stellen wollt vor so einem User-Interview. Also, was wollen wir herausfinden? Welche Features sind interessant? Welche Erfahrungen wurden bis jetzt mit ähnlichen Titeln gemacht? Welche Fehler gilt es für uns zu vermeiden? Und aus welchen guten Beispielen können wir lernen? Und dann hat man so einen Fragenkatalog, so einen Zettel mit dabei. Im besten Fall abgekürzt und gut leserlich. Und diese Fragen probiert man dann im User-Interview durchzugehen. Kleiner Tipp von mir an der Stelle, nummeriert diese Fragen nicht durch, denn
das User-Interview ist ja einfach nur ein Gespräch. Und dieses Gespräch folgt halt eben einem bestimmten Fluss. Und meistens ist es so, wenn ihr ein offenes User-Interview führt, dass dieser Gesprächsfluss eher von eurem Gesprächspartner, also eurer Testperson, bestimmt wird. Und ihr einfach nur probiert, an den richtigen Stellen, also in den richtigen Momenten, die Fragen einzustreuen. Und wenn ihr die durchnummeriert, dann ist das so ein bisschen hinderlich, weil ihr dann gleichzeitig probiert, die Fragen nach der Reihe abzuarbeiten. Ihr müsst die aber eigentlich nur an einem richtigen Zeitpunkt während des Gesprächs mit reinbringen. Das ist viel wichtiger, als die nach der Reihe durchzuhaben. Und vor allem, macht euch nicht verrückt, wenn während des Interviews nicht alle Fragen beantwortet werden. Zum einen, ihr habt weitere Tester, zum anderen, ihr habt weitere Testrunden und ihr solltet auch immer auf dem Schirm haben, dass so ein User-Interview vielleicht eine Dreiviertelstunde bis maximal Stunde geht und dass ihr halt während das Gespräch sich so langsam dem Ende nähert, ihr auch immer noch sagen könnt, okay, ich hätte hier noch ein paar Fragen auf dem Zettel und das Ganze dann viel, viel geschmeidiger in das Gespräch mit reinkommt, als einfach die Fragen rauszuhauen nacheinander. Dann Vorbereitung für so ein User-Interview, eben auch ein schönes Setting zu finden. Ihr braucht auf jeden Fall eine ruhige Umgebung, in der niemand stört. Ihr könntet ein paar Getränke oder Snacks zur Verfügung stellen, dass sich die Person wohlfühlt, vielleicht was essen kann, eine Kleinigkeit trinken kann. Und dann habt ihr euren Zettel mit Fragen und Themen dabei. Und Profi-Tipp an der Stelle, im besten Fall habt ihr die Fragen vorher sogar mal gelesen. Im Idealfall habt ihr ein Teststudio mit einem Einwegspiegel und zwei Kameras und einem Mikrofon und hinter dem Testspiegel sitzt dann euer Team. Das ist allerdings nicht immer möglich. Deshalb könntet ihr auch sagen, dass ihr das Ganze live streamt. Nächster Teil der Vorbereitung ist, eine Möglichkeit zu haben, dieses Interview aufzuzeichnen. Ganz einfach, entweder mit einem Voice Recorder oder mit einer Sprachnotiz auf Handy oder Laptop. Denn Mitschreiben für die Person, die das User-Interview führt, ist eigentlich nicht ideal, es ist eher schwierig. Ihr wollt komplett im Interview sein und ihr wollt zuhören und mitschreiben funktioniert da oftmals nicht, weil ihr euch nicht konzentriert, der Fluss leidet so ein bisschen darunter und ihr gebt vor allem auch der Person, mit der ihr euch unterhaltet, nicht immer das Gefühl, ganz anwesend zu sein. Deshalb probiert das Ganze zu vermeiden, mitzuschreiben. Kleiner Tipp von mir an der Stelle: Wenn ihr beispielsweise eine Aufnahme habt oder einen Livestream zum Team, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, dann wird da wahrscheinlich irgendwo eine Zeit mit angezeigt. Was ich immer ganz gerne mache, ist, ich habe zwar immer einen Stift und einen Zettel mit dabei, mit dem ich mir die wichtigsten Ideen kurz aufschreibe, aber keine kompletten Statements. Was ich dann mache, ist, ich gucke mir den Timestamp an und schreibe mir den Timestamp auf zu einem bestimmten Thema, über das wir gesprochen haben und kann dann später in der Aufnahme nachgucken, was hat die Person bei dem und dem Zeitpunkt gemacht. Dann hat man so ein bisschen einen kleinen Kapitelmarker gesetzt. Wie schon erwähnt, Livestream zum Team zu machen, ist eigentlich auch echt wichtig. In eurem Fall könnte das halt irgendwie so aussehen, dass ihr in einem Raum dieses Interview führt und dann habt ihr da einen Laptop mit dabei mit einer Webcam und übertragt das Ganze einfach nur über Discord in einen anderen Raum. Da läuft vielleicht noch irgendwie der Chat nebenbei, der sollte dann zwar still sein, ist ganz klar, weil der Moderator oder die Moderatorin soll sich auf jeden Fall konzentrieren. Aber das Team hat auf jeden Fall im Hintergrund noch die Möglichkeit, sich auch schon mal Gedanken zu machen, mitzuschreiben und erste Ideen so ein bisschen zu entwickeln. Und es ist auf jeden Fall auch hilfreich, ganz zum Schluss noch Fragen, die im Team aufgekommen sind, vor Ende des Gesprächs nochmal abzufragen. Ja. Dann gehört zu dieser Möglichkeit aufzuzeichnen, also wenn ihr aufzeichnet, Entschuldigung, immer auch eine Einverständniserklärung. In dieser Einverständniserklärung steht dann drin, dass ihr diese Aufzeichnung nur intern verwendet und vor allem, dass ihr bei Verwendung mit Externen nochmal vorher um Erlaubnis bittet. Wichtig ist auch, dass ihr euch daran haltet, diese Aufzeichnung nach 6 Monaten wieder zu löschen. Okay, dann zum Ablauf des User-Interviews Bindung aufbauen. Das ist das mit das Wichtigste, dass der Tester oder die Testerin, mit der ihr euch unterhaltet, einen sogenannten guten Rapport zu euch hat, also eine gute Bindung, damit das Gespräch nicht gezwungen wirkt. Wichtig ist es dabei, in die Augen zu sehen, zuzuhören, ausreden zu lassen und sehr höflich und ruhig an die Sache zu gehen und wie auch vorhin schon erwähnt, nicht zu oft auf die Notizen zu schauen. Allerdings ist es eure Aufgabe auch immer so ein bisschen den Gesprächsfluss zu kontrollieren und nicht zu weit abzudriften. Wenn ihr allerdings jetzt, und das ist so ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr allerdings mit in so einem Interview nicht weiterkommt
und irgendwie das Gefühl habt, dass das Ganze immer noch sehr eisig und kalt ist, dann erinnert euch daran, dass die Person, mit der ihr euch unterhaltet, auch Gamer sind. Und die sind in der Regel genauso wie ihr, redet vielleicht über schöne Momente, die jetzt in so ein bisschen in dieses Setting reinpassen, die aus diesem Portfolio von Spielen, das ihr entwickeln wollt oder das ihr als Referenztitel hattet, irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Oder was natürlich auch gut funktioniert, ist halt einfach mal über bestimmte Spiele zu lästern und einfach zu sagen, das war ja totaler Quatsch da drin, ne? Zusammen zu lachen und darüber so ein bisschen einen Common Ground zu schaffen. Ne? Die Einleitung des Gesprächs läuft immer so ab, dass man sich selbst vorstellt, das Team und am anderen Ende der Leitung vorstellt und auch nochmal das Thema mit der Aufzeichnung erklärt. Dann lässt man sich die Datenschutzerklärung unterschreiben und bedankt sich schon mal für die Zeit und erläutert dann auch gleich mal das Thema. Wichtig ist es außerdem, dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin die Angst vor Fehlern zu nehmen. Bei mir klingt das Ganze im Prinzip immer so. Mein Name ist Dominik Heller, ich bin heute für das Team Games Couch unterwegs und wir wollen zusammen ein etwas düsteres Jump-Run-Spiel entwickeln. Wir würden für dieses Gespräch eine Aufzeichnung mitlaufen lassen. Mein Team guckt sich das Ganze live an und ist außerdem live mit dabei und die hören dabei zu. Hier ist eine Datenschutzerklärung, da würde ich einmal bitten, dass du mir die unterschreibst. Wenn du es gemacht hast, dann vielen, vielen Dank für die Zeit, dass du dir die heute genommen hast. Uns ist das Feedback, was wir jetzt in dem Interview sammeln, extrem wichtig. Und wie schon angesprochen, geht es halt so ein bisschen darum, wir wollen ein düsteres Jump'n'Run entwickeln und deshalb sind wir heute auch hier zusammengekommen, denn wir haben im Vorgespräch rausgefunden, dass du Hollow Knight gezockt hast und da großen Spaß daran hattest. Wir wollten vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen und deshalb würden wir uns gerne mit dir unterhalten. Du kannst während dem Interview eigentlich nichts falsch machen. Lass mich einfach wissen, was dir wichtig ist. Teil mir deine Gedanken mit und deine Gefühle zu den bestimmten Themen, über die wir sprechen. Für uns ist alles am Ende nützlich. Also soweit. Ne? Im Gespräch sieht es dann so aus, dass man die ganzen Themenkomplexe, die man vorher halt definiert hat, nach und nach anspricht. Man fragt nach den Erfahrungen und wie schon erwähnt, platziert man die Fragen dann eben an passenden Stellen. Abschweifungen sind grundsätzlich in Ordnung. Die dienen so ein bisschen dazu, die Bindung zu steigern. Manchmal kosten aber auf jeden Fall Zeit. Kleiner Profi-Tipp von mir noch, Stille nutzen. Stille ist unheimlich unangenehm und oft reagieren die Testpersonen dann auch so, dass sie die Frage, die vorher gestellt wurde oder das Thema, das vorher angesprochen wurde, nochmal ein bisschen ausweiten und nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wenn ihr als zukünftige Moderatoren und Moderatorinnen irgendwie das Gefühl habt, da könnte noch was Interessantes kommen, dann einfach mal still sein und vielleicht kommt da noch irgendwas, worauf ihr in einem normalen Gespräch nicht gekommen wärt. Dinge, die ihr unbedingt vermeiden solltet, durch die Fragen durchhetzen und der Person das Gefühl geben, dass man eigentlich nur der menschliche Arm von so einer Online-Umfrage ist. Das macht keinen Spaß. Der Person gegenüber ins Wort fallen und vor allem keine Ja-Nein-Fragen stellen. Hattest du Spaß an Hollow Knight? Ja. Ganz hervorragend. Damit ist das Gespräch im Prinzip beendet. Deshalb probiert offene Fragen zu stellen. Was hat dir an Hollow Knight am meisten Spaß gemacht? Kannst du dich an bestimmte Momente erinnern und welche Emotionen haben diese Momente hervorgerufen? Was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dir weniger gut gefallen? Wie war es für dich, in die Steuerung des Spiels reinzukommen? Wie hat sich der Charakter entwickelt? Keine Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind, denn da ist es immer relativ schwer, dran anzuknüpfen. Und bitte probiert, nicht unhöflich zu werden während des Gesprächs. Kleiner Tipp an der Stelle noch, macht euch keine Gedanken über euer Team. Ihr habt jetzt hier dieses Szenario, was ich vorhin angesprochen habe. Ihr sitzt in irgendeinem ruhigeren Büro oder in irgendeinem Klassenraum und führt da ein User-Interview. Und über den Laptop läuft Discord mit und am anderen Ende der Leitung sitzt euer Team. Die Tester vergessen innerhalb von einer Minute oder zwei, dass da noch jede Menge Menschen mit dabei sind und zuhören. Wirklich.
Die interessantesten Gespräche sind da schon abseits vom eigentlichen Thema entstanden. Und in meinem Fall war es halt irgendwie so, dass wir in einem Teststudio in Frankfurt oder in Köln gesessen haben und die Leute haben aus dem Nähkästchen geplaudert ohne Ende und haben völlig vergessen, dass da noch Leute hinten dran sitzen. Hochrangige Manager, die sich das Ganze irgendwie anhören, die haben davon überhaupt keine Ahnung und überhaupt kein Gefühl. Und für euch selbst macht euch keine Gedanken darüber, weil diese Rolle des Moderators oder der Moderatorin ist nicht ganz so einfach und so simpel. Und jeder, der sich das freiwillig annimmt, der hat dann immer auch eine gewisse Verantwortung. Aber es ist nicht so einfach, dass man am Ende irgendwie die Schuld dafür nehmen müsste, wenn was falsch gelaufen ist oder wenn eine Frage vergessen wurde. Zieht das Ding einfach durch, macht euch da keine zu großen Gedanken darüber und gebt euer Bestes, weil es ist nicht so einfach und trivial. Und ihr solltet auf jeden Fall eure Kollegen und Kolleginnen unterstützen, die diese Interviews selbst moderieren. Am Ende dieses Interviews habt ihr noch einen Abbinder. Man fragt nochmal nach, ob das Team noch irgendwelche Fragen hat. Das kann man dann halt irgendwie direkt stellen. Und sagen wir mal, wir haben jetzt dieses Discord-Szenario, kommen dann vielleicht noch ein, zwei Fragen im Chat an. Oder man geht mal rüber ins andere Zimmer, wo die sitzen, hat nochmal 2 Minuten, um sich die Beine zu vertreten. Nochmal nach. Das ist halt ganz wichtig, falls man während des Gesprächs irgendwas vergessen hat oder der Tester oder die Testerin hat irgendwas gesagt, was besonders wichtig war, aber der Moderator oder die Moderatorin ist nicht darauf eingegangen. Kann ja passieren. Vielleicht hat man es einfach selber nicht gehört und dann kann das Team immer noch sagen, ey, du musst jetzt unbedingt nochmal nachfragen, weil der Tester hat hier vorhin irgendwie ein Spiel erwähnt, was keiner von uns auf dem Zettel hatte. Das könnte für uns vielleicht noch ein interessanter Referenztitel sein. Dann bedankt man sich für die Zeit. Und betont vor allem, wie sehr das Ganze geholfen hat und wie hilfreich das war. Und baut dann auch eine nachgelagerte Kommunikation auf. Das klingt bei mir immer so, dass ich sage, vielen, vielen Dank für die Zeit. Das war unheimlich hilfreich für uns heute. Wir werden einiges davon umsetzen können und wir probieren so viel wie möglich von deinem Feedback mit in das zukünftige Spiel einfließen zu lassen. Falls dir jetzt noch irgendetwas einfällt, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, dann hier ist meine E-Mail-Adresse, hier ist meine Handynummer. Du kannst dich jederzeit melden. Wir würden uns echt freuen, falls du noch irgendwie eine Idee oder einen Gedanken hast, uns das mitzuteilen, weil auch dadurch unser Spiel noch besser werden kann. Danach wickelt ihr noch die Gage ab und dazu kommen wir jetzt. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man eine Aufwandsentschädigung zahlen muss, aber eigentlich ein kleines Designteam ist. In der Regel gibt man für User-Interviews zwischen 20 und 50 Euro. Manchmal auch mehr, manchmal auch weniger, aber das ist so die Marke, Pi mal Daumen. Ich habe jetzt User-Interviews am Telefon geführt in den letzten 2 Wochen. Bei denen habe ich dann im Nachhinein immer mir die E-Mail-Adresse geben lassen und habe den Leuten noch einen 20-Euro-Gutschein für Amazon zugeschickt. Bei so groß angelegten User-Tests, also Usability-Tests oder User-Interviews, bei denen man dann halt auch irgendwie am Tag mal 3, 4, 5 Interviews nacheinander wegarbeitet, in einem großen Teststudio beispielsweise. Da kann es schon mal sein, dass die Person irgendwie 50 Euro dafür als Bargeld bekommt. Das sollte das Ganze dann halt auch wert sein. Für den Fall, dass ihr während des Gesprächs feststellt, dass die Person beim Recruiting, ich will es nicht sagen gelogen hat, aber nicht unbedingt in euer Profil passt, dann solltet ihr aber trotzdem diese Gage auszahlen und habt dann aber immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, das bringt uns hier an der Stelle jetzt gerade nicht weiter. Und wir beenden hier an der Stelle das Interview. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für die Zeit. Die Gage wird dann aber auf jeden Fall trotzdem ausgezahlt. Sollte man so machen. Für euch könnte es ja jetzt so sein, wenn ihr in der Entwicklungsphase von einem Spiel seid, dass ihr vielleicht ein unterschriebenes Concept Artwork oder einen Freischaltcode zum zukünftigen Spiel mitgebt. Oder halt zumindest sagt, wir können uns leider keine coole Gage leisten. Wir danken dir auf jeden Fall für die Zeit und wir werden dich später dafür in den Credits mit erwähnen. Das ist auch eine wunderbare Sache. Dann kommen wir zum letzten Teil der User-Interviews, an dem das User-Interview nämlich eigentlich schon vorbei ist, nämlich zu der Auswertung. Jetzt habt ihr da im besten Fall eure Aufnahme und dann geht es entweder darin, wenn ihr viel Zeit habt, das Ganze nochmal zu transkribieren. Das heißt, das komplette Interview noch einmal abzuschreiben.
um dann später halt auch irgendwelche Statements darin zu finden oder wenigstens die wichtigsten Statements nochmal rauszuarbeiten. Also das Ganze als Team nochmal durchgehend zu hören und nochmal an den bestimmten Stellen Pause zu drücken und zu sagen, okay, das war ja mega interessant, was die Person da gerade gesagt hat. Darauf sollten wir auf jeden Fall eingehen, wenn wir uns jetzt an die Entwicklung setzen. Ihr entwickelt zusammen die Probleme, die aus den Statements herausgekommen sind. Und falls ihr jetzt irgendwie schon in einem weiteren Schritt seid und nicht irgendwie gerade das erste Interview ist. Und außerdem habt ihr dann immer noch die Aufgabe, später Lösungen für diese Probleme zu entwickeln. Weil ich es jetzt schon angesprochen habe, würde ich jetzt gerade weiterleiten zu den Problemen, die auftreten können. Das erste Problem ist nämlich das mit den Lösungen. Unser Gehirn funktioniert da immer ein bisschen kritisch, wenn wir auf Probleme treffen. Und zwar ist es so, dass wir als allererstes mit allem Willen versuchen, ein Problem zu lösen mit dem Erstbesten, was uns in den Sinn kommt. Das ist ja sehr, sehr löblich, aber oftmals geht es eher darum, dass man sich nochmal genau hervorruft, was denn eigentlich die Aussagen gewesen sind, was beispielsweise in einem Usability-Test das eigentliche Problem gewesen ist, bevor man anfängt, Lösungen zu entwickeln, also noch eine Ebene tiefer gehen und sich zu fragen, ist das jetzt wirklich das Problem oder probiere ich jetzt hier einfach nur eine sehr, sehr schnelle Lösung zu finden? Mal als Beispiel, der User oder die Userin hat während des Interviews oder während des Usability-Tests gesagt, das ist mir zu schwer gewesen. Gibt es natürlich hervorragende Lösungen, wenn man jetzt im Fall eines 2D-Jump-Run-Spiels irgendwie an den Punkt kommt, an dem die Testperson sagt, das ist mir zu schwer. Wir könnten jetzt hingehen und sagen, wir nehmen weniger Gegner oder mehr Lebensenergie und mehr Zeit. Aber was ist denn, wenn die Person ein ganz anderes Problem hatte, aber konnte dieses Problem nicht richtig kommunizieren? Was ist denn beispielsweise, wenn der Tester, mit dem ich dieses Interview halte, ein klassischer PC-Spieler ist und der das erste Mal einen Controller in der Hand hatte und einfach nicht die Steuerung gewöhnt ist? Ne? Also diese Sachen zu berücksichtigen ist extrem wichtig. Findet heraus, was die tatsächlichen Probleme sind und handelt danach. Es kann euch immer mal, solche Aussagen können euch halt einfach irgendwie auf den einfachen Pfad führen, Probleme zu lösen. Ein nächstes Problem, das immer mal wieder in Workshop-Phasen oder Kreativphasen oder Brainstorming-Phasen auftreten kann, habe ich hier betitelt als der Erzfeind im Workshop. Nehmen wir mal an, ihr seid jetzt in der Ideenfindungsphase für euer Spiel und seid jetzt schon an dem Punkt, an dem das Problem genau definiert ist. Und an dem ihr sagt, okay, wir haben jetzt festgestellt, dass das unser Problem ist. Und wir würden das jetzt gerne lösen. Und dann habt ihr irgendjemanden in eurem Team drin, der nicht so ein richtiger Teamplayer ist, sage ich jetzt mal, und der Erzfeind bombardiert jede Idee mit, nein, das geht nicht, aber, und statt gemeinsam an einer Lösung zu entwickeln, posaunt er den erstbesten Grund immer raus, warum das Ganze nicht funktionieren könnte. Wie geht man mit solchen Leuten in einem kreativen Team und in einem kreativen Prozess am besten um? Einfach, man sagt, okay, Grundregeln für diesen Workshop ist heute, Nein und Aber zu verbieten. Oder man sagt, aus Aber mach ein Und. Das heißt, wenn du ein Statement hast, dann würde ich sagen, dass du dein Statement zwar bringen darfst, aber du sollst als allererstes mal was dazu beitragen, zu dem Lösungsvorschlag, den ich gerade gemacht habe. Nehmen wir mal wieder unser dunkles Jump'n'Run-Spiel à la Limbo und Hollow Knight und so weiter. Ne? Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir sagen, okay, ich hätte jetzt total Bock darauf, dass wir da irgendwie ein Waldlevel machen. Und unser Erzfeind sagt jetzt, in allen Spielen, die wir jetzt als Referenztitel hatten, kam ein Waldlevel vor und sagt also, nein, wir machen kein Waldlevel, weil das Thema ist ausgelutscht. Jetzt verbieten wir ihm aber, dieses Aber zu sagen, sondern er muss als allererstes mal ein Und bringen und sagt dann, okay, und Waldlevel und ich hätte außerdem gerne noch ein Sumpflevel mit dabei. Cool. Was passiert jetzt genau in dem Moment? In dem Moment, in dem kreative Energie eingesetzt werden muss, steigert sich auch gleichzeitig die Motivation im Team. Und für etwas, was man in der allerersten Reaktion erstmal abgelehnt hätte, kann man dann eventuell schon wieder ein bisschen in das Thema reinfinden, wenn man selbst das Gefühl hat, an dieser Idee mitgearbeitet zu haben. Da ist das Gehirn halt auch ein bisschen, ich sag's mal, problematisch, weil
Wir sind unheimlich stolz auf unsere eigenen Ideen und auf unsere eigenen Lösungsvorschläge. Und damit umzugehen, dass es andere Leute geben könnte, die da anderer Meinung sind, ist schon mal gar nicht so einfach. In eine ähnliche Kerbe schlägt das nächste Thema, das nächste Problem, was auftreten kann, wenn nämlich ein Moderator oder eine Moderatorin gleichzeitig aus dem Design-Team kommt und die eigene Energie und eigene Schaffenskraft in dieses Spiel mit reingesteckt hat. Und dann sitzt da jetzt jemand mit drinne und das, was wir ja wollen von der Person ist, dass sie so ehrlich ist wie möglich. Und dann sagt die Person Sachen, die mir richtig wehtun, weil ich da eine ganze Menge Zeit und Arbeit reingesteckt habe. Und ich kann euch sagen, Ehrlichkeit kann richtig schmerzhaft sein. Aber ihr seid gute Game Designer, wenn ihr auf das Feedback eingeht und diese Sachen zumindest mal berücksichtigt und nicht irgendwie anfangt, wie vorhin erwähnt, unhöflich zu werden, bloß weil die Person eure Arbeit, die ihr gemacht habt, kritisiert. Ihr wollt diese Kritik, ihr braucht es, ihr müsst damit umgehen können, dass später mal irgendjemand anderer Meinung ist als das, woran ihr gearbeitet habt. Deshalb auf keinen Fall diese Gespräche nutzen, um einfach nur sich Zustimmung zu holen zu dem, was man bis jetzt schon gemacht hat. Die schlechtesten Interviews sind eigentlich immer die, in denen die Person überhaupt nichts auszusetzen hatte. Ich habe auch schon mal zu einem Kollegen im Spaß gesagt, nachdem ich ein Interface entwickelt hatte und in der fünften, sechsten Iterationsschleife war und ich halt irgendwie gesagt habe, okay, wir sind jetzt hier schon mal so langsam an dem Punkt. Und er hat das Ding bedient, ich habe ihm mehrere Aufgaben gegeben, er hat es bedient, hat sich super zurechtgefunden und hat mir dann nach einer Viertelstunde das Tablet in die Hand gegeben und hat gesagt, ja, ich habe das alles verstanden, ich habe keinerlei Fragen, ich finde die Features gut, wie du sie dargestellt hast, ich finde die Sachen gut, wie du sie umgesetzt hast, ich habe mich super zurechtgefunden. Und dann saß ich da und habe gesagt, ja, also aus Spaß habe ich dann zu ihm gesagt, ja, danke für nichts. Im Prinzip ist es halt so, ich habe keine Kritik bekommen, also kann ich nichts mehr ändern. Und da müsst ihr halt irgendwie überlegen, dass ihr vielleicht, wenn ihr so ein Interview habt, entweder nochmal jemand anderen befragt oder ihr könnt euch auf andere Themen konzentrieren und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht noch nicht perfekt, aber immerhin schon mal gut genug. Es gibt ja immer so den Gedanken, dass man sagt, okay, 80% der Arbeit in 20% der Zeit und die letzten 20% dafür in 80% der Zeit. Man sagt da, glaube ich, Pareto-Prinzip dazu. Wenn ihr an dem Punkt seid, an dem nicht mehr so viel ernstzunehmende Kritik auftaucht, dann lasst es erstmal so liegen und wendet euch dem nächsten Thema zu. Jetzt habe ich hier schon mehrere Sachen angesprochen, die für euch eventuell so ein bisschen die Motivation, User-Interviews selbst zu führen, sinken lassen habt. Deshalb würde ich euch jetzt das Low-Budget-Interview vorstellen. Denn Interviews zu führen hängt nicht davon ab, ob ihr einen Testraum habt und Kameras und ob ihr die Möglichkeit habt, fette Videoaufnahmen davon zu haben und einen einseitigen Einwegspiegel und 50 Euro Gage zahlen könnt oder sowas in der Art. Darum geht's nicht. Macht einfach das Recruiting innerhalb eures Jahrgangs, nehmt mal pro Sprint wenigstens eine Person mit rein und im Zweifelsfall macht ihr das Ganze auf einer Parkbank mit einem Coffee to go, das Handy zeichnet auf und zum Schluss gebt ihr der Person noch einen Humble Bundle Download Code als Gage. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber kein User-Interview zu führen, jetzt, wo ihr alle wisst, wie es geht, das groovt sich natürlich noch ein, aber jetzt zu sagen, wir führen kein User-Interview mehr, ist eigentlich keine Option. Das ist immer so eine Sache, sagt dann, okay, es ist so ein bisschen zeitaufwendig, wir haben hier eine Stunde User-Interview und danach haben wir noch die Nachbearbeitung. Es lohnt sich immer, zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung, nämlich die Frage, wann, zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung. Aber, ich sage euch, je früher, desto besser. Es gibt da so eine einfache Regel, dass man irgendwie sagt, ihr habt einen Interviewpartner und ein User-Interview am Anfang und dieses eine Interview ist schon wichtiger als 50 zum Schluss, weil ihr dann immer noch eine Möglichkeit habt, darauf einzugehen, einen Impact zu leisten in die Spieleentwicklung. Deshalb probiert so früh wie möglich zu testen. Mehrere Szenarien, wo ich euch das jetzt anbieten könnte, das zu machen, ist zum Beispiel die Ideenfindung. Ne? Ihr sitzt jetzt an einem neuen Projekt, ihr habt das Team eventuell schon zusammen und ihr habt eine Förderung bekommen und jetzt macht ihr so ein bisschen eine abgewandelte Marktforschung. Jetzt unterhaltet ihr euch mit den Leuten und fragt nach, was hat dir an Hit XY gefallen und die Tugenden aus diesem Spiel, das was gut gefallen hat, behaltet ihr euch einfach bei, packt die mit auf die Agenda und sagt, das sollten wir eventuell auch so machen, was hat dir nicht so gut gefallen und das sind dann eure Red Flags, um die ihr so ein bisschen, herumschiffen müsst und bei denen ihr dann sagt,
das machen wir dann wahrscheinlich einfach mal nicht so. Oder ihr seid im nächsten Szenario in der Konzeptphase, in der Pre-Production. Ihr sammelt Ideen und analysiert schon mal so ein bisschen die Best Practices für beispielsweise jetzt hier in unserem Game wird es einen Skilltree geben. Welche Erfahrungen haben Sie mit Skilltrees gemacht? Welche Spiele haben einen Skilltree gut umgesetzt? Was würden Sie sich von einem guten Skilltree wünschen? Solche Sachen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen und dann einfach mal recherchieren, wie haben sich unterschiedliche Spiele diesem Thema angenommen. Weil einfach nur Skilltree zu sagen, da denken jetzt hier alle, die das Wort schon mal gehört haben und die schon mal einen Skilltree in einem Game bedient haben, an was komplett unterschiedlich. Da gibt es Leute, die denken jetzt an so Riesendinger wie aus Final Fantasy X. Es gibt andere, die denken jetzt irgendwie an Diablo. Und das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen in diesen Skilltrees. Ne? Dann ein weiteres Thema mit der Konzeptphase. Einfach mal ein Stück Konzeptart vorlegen, dem Tester oder der Testerin, und fragen, an was denken Sie denn eigentlich, wenn Sie dieses Bild hier sehen? Und ganz dreist fragen, um was geht es hier in diesem Spiel? Und wenn man nur das hat, dann geht so ein bisschen die Kreativität los und die Leute fangen an, über Dinge nachzudenken, die man eventuell noch gar nicht selbst auf dem Schirm hatte. Ich habe jetzt hier dieses Concept Art und frage die Person, um was es in dem Spiel geht. Und die Person fängt an, aus ihrer eigenen Welt zu erzählen. Also könnte jetzt irgendwie ein Point-and-Click-Adventure sein und ich stelle mir jetzt vor, ich habe dieses alte Landhaus im Wald geerbt und dann probiere ich da reinzukommen und es geht erstmal nicht und dann muss ich mir über Umwege einen Zugang zu diesem Landhaus verschaffen und da sind Gegenstände drin und die Kellertür ist verschlossen, aber man hört Geräusche von da unten und als ich gerade dabei bin, diese Kellertür zu öffnen, kommen irgendwelche Leute. Einfach mal so ein bisschen spinnen lassen. Vielleicht kommt was Interessantes bei raus. Das ist immer so die Sache bei User-Interviews. Man weiß halt vorher nicht, was man kriegt. Dieses Thema mit den Concept Arts funktioniert auch ganz hervorragend mit Sounds. Einfach so ein paar Sounds vorspielen und dann sagen, okay, wir haben diesen Sound für das Spiel entwickelt. An welcher Stelle würdest du dir den Sound denn vorstellen? Was bedeutet dieser Sound? Also irgendwelche Feedback-Sounds oder sind es Melodien? Bei richtigen Melodien, die für den Hintergrund oder für irgendwelche Szenarien geeignet sind, bietet sich das halt voll an und einfach dann zu erklären zu lassen, ja, wir haben jetzt das, so wird unser Spiel klingen, aber um was geht es denn eigentlich in unserem Spiel? Ja. Ihr könnt auch noch einen Schritt weiter gehen, wenn ihr schon voll in der Entwicklung seid und sagt, ihr macht Usability-Tests mit einem richtigen Prototypen. Ihr lasst die Leute das Level starten und fragt sie dann, was ist denn jetzt eigentlich ihr Ziel und wie fühlt sich das Ganze denn an, was sie denn da gerade spielen? Also ist die Steuerung in Ordnung? Finden sie sich zurecht? Wissen sie, wo sie jetzt als nächstes hin müssen und so weiter? Das Problem, was wir als Spieleentwickler immer mit Usability-Tests haben, ist, dass wir grundsätzlich viel zu spät und viel zu sauber testen wollen. Da kommt das Thema User Experience mit so einer schlauen Weisheit um die Ecke. Wenn du dich nicht schämst, hast du zu spät getestet. Es fällt Testern oder Testerinnen bei einem verbuggten Spiel unheimlich viel einfacher über solche Themen zu sprechen, weil dann die Hürde niedriger ist als bei einem bis zum Ende durchgepolischten Spiel. Weil man dann halt einfach auch das Gefühl hat, man kann noch was sagen und man kann noch irgendwie einen Impact nehmen, wenn das Ganze eben nicht perfekt ist und ich beim Starten des Spiels als allererstes mal einen Blackscreen hatte und neben mir der Programmierer sitzt und das Spiel gerade so zum Laufen bekommt und ich dann das allererste Mal in den Prototypen reinkomme. Und dann kann man echt davon ausgehen, dass es richtig gutes und ehrliches, vor allem ehrliches Feedback halt für die Sache gibt. So, ich möchte zum Abschluss kommen. User-Interviews sind so, wie jetzt auch schon angerissen, ein bisschen so ein Thema. Man weiß halt am Ende nicht, was man herausfinden wird. Ich habe die interessantesten Sachen in meiner Zeit als UX-Specialist rausgefunden und auch in der Zeit vorher. Ich habe bei Daedalic das erste Mal User-Interviews betreut für Spiele, die zu dem Zeitpunkt halt noch nicht auf dem Markt gewesen sind und habe mir dann von den Spielern das Feedback angehört. Und da wusste ich dann auch irgendwie schon, dass das so ein Thema sein könnte, das mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als klassisches Game Design interessiert. Also dieses in dieses sogenannte Weltmodell der Spieler und Spielerinnen einzutauchen und herauszufinden, was die irgendwie bewegt und warum die Spaß an den Spielen haben, was genau Spaß ist und was Spaß macht. Und bei den Interviews, die wir jetzt in der Vergangenheit bei meinem derzeitigen Arbeitgeber geführt haben, war es halt auch irgendwie immer so, dass wir bestimmte Sachen über unsere Spieler und Spielerinnen noch gar nicht wussten. Wir haben beispielsweise Interviews geführt, also wir stellen ja Spielautomaten her, wir haben Interviews geführt und waren
fasziniert davon, dass die eine Hälfte unserer, unserer Spieler und Spielerinnen nicht wusste, dass man die Spielautomaten auch mit diesen haptischen Tasten bedienen kann. Und die andere Hälfte wusste allerdings nicht, nämlich die Älteren, dass wir seit Jahren schon Touchscreen eingebaut haben und jeder unserer Automaten auch einfach mit Touch und mit Wischgesten zu bedienen ist. Aber das ist interessant, das mal zu wissen, dass man da vielleicht mal noch ein bisschen was an der Kommunikation macht. Und dann sitzt man da in entweder als Moderator oder Moderatorin oder als Team hinten dran und einem fällt regelmäßig die Kinnlade runter und denkt so, oh, das ist ja echt krass. Und für eure Spieleentwicklung kann es auf jeden Fall nur von Vorteil sein, diese Sachen zu machen und diese User-Interviews zu führen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Unbedingt mit mindestens einem User mal quatschen, bevor ihr anfangt, ein Spiel zu entwickeln. Oder wenn ihr jetzt gerade dabei seid, nehmt euch mal eine Stunde dafür Zeit, macht das Ganze mal, nehmt euch jemanden aus einem anderen Team, stellt euch vor, sagt, worum es in eurem Spiel gehen soll und dann hört einfach mal zu. Und dann habt ihr am Ende wahrscheinlich so eine Liste von Dingen, die ihr noch nicht auf dem Schirm hattet, die euch diese andere Person mitgebracht hat. Na? Gut. Das soweit zu meinem Vortrag. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Empfehlungen für euch. Wenn ihr euch für das Thema oder für den Themenkomplex User Experience, also Usability, User Interface Design etc. Interessiert, schaut euch mal den YouTube-Kanal von der Niels Norman Group an. Der lohnt sich. Viele kurze, kleine, interessante Videos. Und wenn ihr ganz tief in die Materie einsteigen wollt, würde ich euch auch noch das Buch von Don Norman empfehlen. Design of Everyday Things ist so ein bisschen die Bibel der User Experience. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingelesen haben, wenn euch das Thema noch weiter interessiert. Meine persönlichen Leseempfehlungen jetzt für heute sind allerdings andere. Nämlich würde ich euch sagen, lest euch mal Don't Make Me Think von Steve Krug durch. Da geht es so ein bisschen einfach um Web- und Mobile-Usability, was euch ja dann auch direkt betrifft, was man vermeiden sollte, was man tun kann. Und in dem ersten Buch, also Don't Make Me Think, schneidet er das Thema mit den User-Interviews und Usability-Tests auch mal ganz kurz an, so ganz rudimentär. Das macht er denn allerdings mit dem Verweis auf Rocket Surgery Made Easy und sagt, da geht es dann nochmal richtig zur Sache. Da könnt ihr dann auf jeden Fall nochmal in dieses Thema mit dem Interview führen, Probleme ausmachen, Lösungen entwickeln, tiefer einsteigen. Solltet ihr auf jeden Fall beide gelesen haben, wenn euch die Themen interessieren. Und dazu noch die Empfehlung, so ein bisschen die Schnittmenge aus UX und Game Design, nämlich The Gamer's Brain von Celia Hodent. Die Frau hätte dieses Jahr auf der DevCon oder vor der DevCon in Köln noch einen zusätzlichen eintägigen Workshop gehalten. Der ist jetzt ins Wasser gefallen, so wie die DevCon als solche Veranstaltung halt eben auch. Aber in dieses Buch kann man auf jeden Fall mal reingelesen haben, wenn man sich so ein bisschen für die Psychologie hinter User Experience und Game Design interessiert. Als letzte, etwas humorvollere Empfehlung würde ich euch noch eine Silicon Valley empfehlen. Eine sehr, sehr schöne Serie über Produktentwicklung aus Silicon Valley. Ist eine, ich würde mal sagen, ist eigentlich eine Comedy-Serie, aber nicht auf Karlauer getrimmt. Ich habe großen Spaß daran gehabt. Es gibt zwei Szenen, glaube ich, in denen auch Usability-Tests gezeigt werden und es ist so nah an der Wahrheit. Allein deswegen sollte man die Serie gesehen haben. Ein einziges Trostpflaster bei der Sache ist, ich glaube, es gibt die Serie weder bei Amazon Prime noch bei Netflix, aber ich vertraue da voll auf euch, ihr findet da irgendeine Lösung, euch das Ding vielleicht auch so mal anzugucken. So, das war's von meiner Seite. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, als erstes mal danke, Dominik, für diesen wunderbaren Vortrag. Ich kann dir jetzt schon sagen, das Meme-Game von dir ist on point, der Chat-Fired ist. Und was ich auch schon direkt sagen kann, falls du mich mal ins User-Interview für Battle Royale einlädst, ich spiele die nicht wegen der Community, das kann ich dir direkt schon vorwegnehmen. Okay, aber super. Ich hab jetzt auf jeden Fall einen guten Eindruck gewonnen, weil für mich war immer vorher User-Interviews, da musste ich immer an den freundlichen Anruf zu Hause morgens um 9 am Sonntag denken, wo dann jemand fragt, ob ich kurz Zeit hätte. Mhm. Wo ich dann auch zu meiner ersten Frage so, okay, denkst du, dass die Menschen dazu neigen, negatives Feedback zu geben, weil auch die Situation eher so eine unangenehme ist und sie sich Zeit nehmen müssen? Oder ist das eher so ein Internetphänomen? Das ist echt ein spannendes Thema und als ich kann ja vielleicht irgendwie spoilern, dass ich die Frage vorher schon mal gehört hatte, um mich da auch so ein bisschen drauf vorbereiten zu können. Ich fand es mega interessant, weil ich
genau mir selbst auch die gleiche Frage gestellt habe. Und ich habe mich bei einem UX-Workshop in Berlin mit einem Psychologen darüber unterhalten und der hat mir das dann auch erklärt, hat mir auch noch so ein bisschen was zum Einlesen gegeben. Es ist tatsächlich so, dass negatives Feedback wichtiger für den Menschen ist als positives Feedback, weil wir in der Vergangenheit irgendwie immer darauf getrimmt waren, dass wir überleben müssen und dann war es wichtiger, woher kommt denn jetzt die Gefahr und wir probieren jetzt mit unserem negativen Feedback andere unterschwellig davor zu bewahren, ihre Zeit zu verschwenden. Im Internet ist es halt einfach so eine Sache. Ich weiß nicht, warum es den Leuten so schwerfällt, einfach mal was Positives zu sagen. Es ist schon echt ein bisschen seltsam, aber ich würde es mir wünschen, dass wir das häufiger machen, einfach irgendwie mal ein Like da lassen oder irgendwo subscriben, weil es schadet ja im Prinzip auch nicht, aber die Kultur ist jetzt vielleicht an einem Punkt, an dem sie sich mal so ein bisschen selbst überarbeiten sollte und in Frage stellen sollte, ist es denn irgendwie so geil, uns gegenseitig im Internet so fertig zu machen und zu zerfetzen? Es ist tief in uns drin, aber jetzt an dem Punkt zu sein, dass es uns bewusst wird, dass das Ganze nicht so cool ist, könnte vielleicht schon der erste Schritt zur Besserung sein. Ja, die Diskussion wird in letzter Zeit öfters geführt auf jeden Fall und ich verstehe diese Entwicklung auch oder auch den Gedankengang dahinter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass halt dieser Kontrast zwischen der Anonymität des Internets und darauf folgende negative Beurteilung und Feedback zusammenhängt, weil du im User-Interface ja dieses Face-to-Face hast. Und da es den meisten Menschen vielleicht auch aus einfach unangenehm wäre, was Negatives zu sagen, dann vielleicht eher zum Positiven tendieren. Ja, das kann gut sein. Kann ich mir vorstellen. Wir haben jetzt auch noch ein paar andere Fragen, auch noch aus dem Twitch-Chat. Da fange ich halt erstmal mit einer an, und zwar von Turbo Mike. Der hat gefragt, ob du oder ihr als Team auch mit Experiment-Trackern arbeitet, also beispielsweise nach dem Modell Most Critical Assumption, Experiment, Measurement plus Targets und dann Observe Behavior zu Decision. Ja, wir hatten da mal drüber nachgedacht, das zu machen. Das Problem ist aber, dass wir bei den Sachen, die wir entwickeln, also sagen wir mal bei den Spielautomaten, nicht so schnelles Feedback bekommen können, wie uns das Ganze lieb ist, weil wir an bestimmte Ämter gebunden sind. Und das ist halt so ein Phänomen der Geldgewinnspielbranche. Wenn man in Deutschland probiert, einen neuen Automaten rauszubringen, dann dauert es in der Regel, es muss bei einem Amt eingereicht werden. Deshalb konnten wir das noch nicht machen, aber ich habe mir darüber schon ein bisschen was angelesen, fand die Idee sehr, sehr gut, aber wir können es halt leider nicht so umsetzen, wie ich mir das vorgestellt habe und wie wir das gerne gemacht hätten. Vielleicht mal in einem anderen Leben, ja. Okay, dann eine Frage von King Ruder, und zwar jetzt auch auf die Situation bezogen, die aktuelle. Wie waren deine Erfahrungen mit Telefoninterviews in der Corona-Zeit? Sind dann die Leute dann irgendwann auch auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, Mensch, nicht schon wieder, also wir hatten jetzt genug, oder wie sah das da aus? Also bei mir war es eigentlich relativ entspannt. Ich führe meine Telefoninterviews irgendwie alle selbst und die letzten, die ich geführt habe, waren einfach so, wie auch jetzt geschildert. Ich habe ein kurzes Vorgespräch gemacht, habe gesagt, woher zur Hölle ich die Nummer hatte und habe dann habe dann halt irgendwie erklärt, worum es in dem Interview geht, dann einen Termin ausgemacht und habe auch vorher schon gesagt, das wird maximal irgendwie eine Stunde gehen. Aber ich glaube, dass es ist nicht ganz so einfach und vor allem, es leidet auch so ein bisschen die Verbindung zu den Testern darunter. Ne? Ich habe das ja irgendwie ausführlich erklärt, dass es echt schon schön ist, wenn du mit der Person in einem Raum bist, der Person in die Augen gucken kannst und auch so ein bisschen die Mimik und die Gestik rauslesen kannst, die Person dann hat und so ein bisschen deine Rückschlüsse auch daraus ziehen kannst. Das funktioniert dann auf dem Weg natürlich nicht. Für mich hat sich da halt, was das angeht, nicht so viel verändert, aber man muss schon sehr darauf achten, die Person am anderen Ende der Leitung gut ausreden zu lassen und sich das Ganze dann anzuhören. Und auch sowas wie eine Aufnahme zu haben, ist leider nicht ganz so einfach möglich, wie das irgendwie bei persönlichen Interviews ist, wo man dann halt einfach mal das Handy mit dem Mikrofon auf den Tisch legt. Ne? Ja. Also das sind schon so Herausforderungen gewesen. Aber genervt hat es eigentlich niemanden. Ich fand es eher einfach nur schade, den Leuten nicht persönlich die Hand schütteln zu können. Das glaube ich dir. Also, dass der persönliche Komponente fehlt. Ich merke das auch manchmal so in Dialogen vor der Cam oder über Discord, dass man auch einfach dem anderen ins Wort fällt, weil man halt nicht dieses Face-to-Face-Konversation führen kann. Ja. Genau. Wir haben noch eine Frage von Leo Florian. In großen Firmen wird dafür, in Klammern User-Interviews, wahrscheinlich jemanden extra eingestellt. Und da wäre jetzt die Frage, wie empfiehlst du das kleinen Indie-Teams, die sich gerade aufbauen,
alle gemeinsam oder sollte das der Game Designer im Auge behalten? Du hast ja auch schon diese Low-Budget-Interviews angesprochen. Das ist alle zusammen auf dem Schirm behalten, dass man diese User-Interviews führt, meinst du? Genau. Ja, solltet ihr auf jeden Fall machen. Normalerweise fallen die so ein bisschen schon in den Bereich des Design-Teams. Interesse an den Ergebnissen haben dann interessanterweise aber irgendwie alle. Finde ich auch sehr, sehr gut. Aber das kann man, also ich würde nicht sagen, dass es irgendwie eine Person explizit machen sollte. Das sollte man als Team schon irgendwie auf dem Zettel haben und dann fragt man halt rum, wer Bock hat, das Interview selbst zu führen und zu moderieren. Freiwillige vor. Bei mir liegt es halt irgendwie schon im Bereich des Game Designers und des Game Design Teams, weil wir da irgendwie alle mit drin hängen. Wir haben aber auch schon groß angelegte User-Tests mit externen Firmen gemacht, bei der wir dann in Köln und in Frankfurt jeweils 10 Tester über 2, 3 Tage hatten und haben die Leute dann eingeladen und die dann genau beobachtet. Aber für den kleinen Rahmen kann machen, wer sich in der Rolle des Moderators oder der Moderatorin am sichersten fühlt und auch Lust hat, das Ganze dann auszuarbeiten. Ne? Dann weiß ich ja, was ich nach dem Studium mache. Wenn das mit meinem Studium nichts wird, dann mache ich die User-Interviews. Jawohl. Sehr gut. Ja. Dann noch die letzte Frage von Left. Ich glaub, das ist richtig. Nee, das ist ein sehr kryptischer Name an der Okay. Stelle. Und zwar möchte ich dir noch gerne wissen, wie hat sich denn deine Arbeit so in der letzten Zeit verändert? Sind das so die Telefongespräche, also die Telefoninterviews, die zugenommen haben, oder hat die sich noch anders verändert? Ja, das ist echt eine gute Frage. Es ist so, dass ich jetzt schon eine ganze Zeit lang im Homeoffice arbeite, bin allerdings ich würde von mir sagen, sehr, sehr effizient im Homeoffice und sehr, sehr gewissenhaft, was meine Arbeit da angeht. Die Telefoninterviews haben auf jeden Fall zugenommen, aber ich habe auch mehr Zeit am Stück an etwas zu arbeiten, weil ich mir die Kommunikationskanäle zumindest so ein bisschen aufteilen kann, indem ich halt irgendwie sage, ich mache jetzt mal E-Mail-Postfach und Chat für 1, 2 Stunden zu und widme mich einem Thema mal am Stück. Und das ist dann schon sehr, sehr angenehm, wenn man dafür halt einfach die Zeit hat. Es gibt ja einige Firmen, die jetzt halt auch diesen Rückschluss daraus gezogen haben und für sich sagen, wir bieten Homeoffice regelmäßig an. Natürlich nicht unabgesprochen, aber ich halte das echt für eine ganz, ganz sinnvolle Sache, dass man immer die Möglichkeit hat, für gewisse Ruhephasen, in denen der kreative Prozess bei einem selbst stattfindet, auch immer die Möglichkeit hat, mal zu Hause zu arbeiten und mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und halt auch einfach mal so die Tage. Also ich probiere halt irgendwie jeden Freitag gucke ich irgendwie nur zur Mittagspause und dann nochmal spät abends in meine E-Mails rein und morgens natürlich einmal kurz. Aber in der Zeit dazwischen probiere ich, wenn ich keine Meetings habe, echt nur an meinen Projekten weiterzuarbeiten und dann halt später die Ergebnisse dann dahingehend zu präsentieren. Ich finde es persönlich sehr, sehr gut mit der Homeoffice-Sache, hat allerdings den negativen Trade-off, dass es Leute gibt. Ich habe von niemandem bis jetzt gehört, dass er im Homeoffice weniger arbeitet, muss ich echt sagen. Eher die Tendenz geht dahin, dass die Leute viel zu viel arbeiten und sich überarbeiten und vor allem auch große Probleme damit haben, abzuschalten. Das kann ich nur bestätigen, weil man halt auch öfters, vor allem wenn man jetzt im technischen Bereich arbeitet, oder auch man muss am PC arbeiten, auch immer erreichbar ist. Also dass man dann halt auch, Genau. wenn man privat dann, vielleicht wenn man einen Privatrechner hat, aber über den arbeitet, dann noch erreichbar ist. So Aber ist ist es, ja. natürlich aber auch für die Firmen ein guter Kostenfaktor, der halt wegfällt. Kann man ja auch Bürofläche einsparen, etc. Ja, die Das kann man Heizung dann noch auslassen und machen. so Die Geschichten. Heizung auslassen, kein Strom, genau. Das Ja. kommt ja aber alles andere auf die Rechnung, das stimmt schon. Ja. Genau. Die letzte Frage wäre jetzt tatsächlich noch von unserem Team und das interessiert, glaube ich, sehr viele bestimmt. Und Ja. zwar, was ist denn dein Lieblings-Stardew Valley-Charakter und warum vor allem? Das ist jetzt noch wichtig am Ende. Okay, über die Frage habe ich mir gestern Abend noch mal kurz Gedanken gemacht, als ich sie gelesen habe. Ich fand, als ich das erste Mal Stardew Valley, eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, ja, der Charakter, den man selbst spielt, weil du hast ja alles in der Hand und du kannst ja alles machen und es liegt ganz, ganz da bei dir, was du für Prioritäten hast. Aber ich fand diesen Eremit, der in einem Zelt außerhalb der Stadt lebt, echt sympathisch. Wie er da halt einfach so sehr, sehr zurückgenommen und sehr, sehr demütig und bedankt sich für alles und freut sich über die meisten Sachen. Der war schon echt cool. So der Aussteiger aus der Gesellschaft, der Missverstandene. Fand ich gut. Ich glaube, da kann sich vielleicht der ein oder andere manchmal mit identifizieren. So. Aber Ja. finden wir gut, ist auf jeden Fall angekommen. Gut. Genau. Ich glaube, wir haben dann auch soweit erstmal keine weiteren Fragen im Chat. Wie gesagt, wenn ihr nachher noch Fragen habt, um 18:30 nach unserem letzten Talk haben wir dann noch die Open-Talk-Runde im Discord. Dominik, da bist du ja da, ne? Ich bin da.
Da ist er auch da. Und da könnt ihr auch gerne mal Fragen stellen, mit ihm ein bisschen quatschen, Rückfragen stellen. Also kommt auf jeden Fall im Discord, einfach unten auf das pinke, sympathische Icon klicken. Dann kommt ihr auf unseren GamesCRM-Discord und könnt da ein bisschen quatschen. Und würde ich sagen, bedanke ich mich, Dominik. Ja, danke ebenso. Und ganz viel Spaß jetzt noch mit den anderen beiden Talks. Danke sehr.